He's my brother. Zurück auf den Schütze. Es wird magere Fußballkostbotten. Es ist zum Einschlafen. In der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Gossau aber verwachen der FCW und auch die Linda. Winter durch Mama Kiste! Nimm Gossau! Aber Bela Winti! Zuerst kommt es aber ganz anders. Penalty für Gossau. Erst jetzt zeigen die Winterthurer, was sie eigentlich können. Junge Matthias! Super! Und das ist eben unser Nino. Ja! 1-1! Ja! Super! 1-1! Wie lange steht Linda noch in der Bierkurve? Ewig. Auch wenn ich nicht mehr Fußball spiele, ich sage, sie wird immer dort bleiben. Also solange, es ist einfach, jetzt einfach ein Teil ihrem Herzen eingenommen, der FCW. Und sie hat mir gesagt, du darfst nie wechseln, egal zu welcher Mannschaft. Auch wenn man mehr verdienen kannst oder eine bessere Mannschaft, ist immer FCW. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Eine Bote! Wer Bote, Anna? Bote? Celani, aufstehen! Komm jetzt! Kennst du noch aus Matthias, den Spieler? Nein, ich kann Rainer Bieli. Ja. Ich kann Luis. Luis? Ja. Sonst sehen wir mich. Nein. Zweite Goal von Michel Sprunger. Ja! Dann spielt der Amir die Gossauer Verteidigung schwindlig und serviert Pfanne fertig. Die Meinung von der Linda ist kaum mehrheitsfähig in der Bierkurve. Bravo! Geile Karte bekommen! Also eben, wenn ich mal im Donner mal wieder hingehe, es wird eine Riesenlampe geben. Sie wird das nicht verstehen. Mhm. Aber dann müssen sie dann doch auch wieder dort sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie wird... Ja, der FCW, es passt einfach alles. Wir sind einfach wirklich auch liebe Fans. Umeinander, die Bierkurve ist lieb. Das ist alles drum und dran, wo ihr einfach extrem passt, wo sie sich einfach geborgen fühlt. Es ist auch so das Gefühl von, ja, ich gehöre mal dazu. Das ist mir extrem wichtig. Abbiele! Dann der grossartige Auftritt von Luca Radice. Bille! Nein! Übrigens, er wartet noch auf einen Vertrag. Der Schluss ist bekannt. Super, Martin! Gut sein? Ja. Ja. Linda und der Matthias Schnaf. Die beiden beweisen, dass es beim Fußballspiel um mehr als nur um 3 Punkte geht.